Das Signal kommt von da unten. Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Kommt mit. Kann mir einer erzählen, was er will. Dubai ist immer noch Urlaubsziel Nummer 1 für CIA-Leute. Bradley, hast du ein Kaugummi? Hier ist der Letzte. Wenn's der Letzte ist, dann behalt ihn, Mann. Nimm nur, hab ihn sowieso Benson geklaut. Ah, der blöde Arsch. Allerdings. Bei der ganzen Scheiße vergesse ich immer, wie schön es hier sein kann. Finde ich auch. Weißt du, manchmal nachts, da setze ich mich hier hin und höre dem Wind zu. Ja, erinnert mich dran, wie der Wind zu Hause immer in den Bäumen geheult hat. Total friedlich war das. An Frieden mag man ja hier gar nicht mehr glauben. Man muss Frieden suchen, egal wo man ist, damit man weiß, wofür man kämpft. Stimmt. Also danke für den Kaugummi. Ich sehe mich oben um. Schon gut. Das sind sie! Werfe Granate! Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Gegner ist Tango tot. Neutralisiert! Nicht gut.
Arsch. Lade nach, deck dich! Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht, aber irgendwer befiehlt das alles hier. Muss der Typ im Radio sein. Shit, meinst du? Würde er erklären, wieso Dubai total durchdreht. Das stimmt. CIA Op-Team, Codename Gray Fox. Bekannte Mitglieder Thomas Daniels, Brian Kestevan, Jeff Ricks und Rick Gould. Das Verhör von Daniels ergab, dass die CIA hinter Angriffen auf unsere Posten in der ganzen Stadt steckt. Die CIA-Attacken wurden von etlichen Mitgliedern des hiesigen Mobs, sogenannten Rebellen, unterstützt. Die Rebellen operieren angeblich knapp außerhalb der von uns kontrollierten Gebiete. Die Befragung Daniels erbrachte Hinweise auf die Lage eines Stützpunkts. Ein Angriff wurde angesetzt, um die CIA zu neutralisieren und die Ordnung in der Gegend wiederherzustellen. Wenn alle Stricke reißen, sollte Daniels benutzt werden, um andere CIA-Mitglieder hervorzulocken. Warte! Scharfschützen! Ein Präzisionsgewehr könnte nützlich sein. Ein Speergewehr. Nettes Ding. Die erwarten uns. Wenn wir jetzt rübergehen, sind wir tot. Vorsicht, Kontakt! Mehr Scharfschützen kommen übers Dach!
Los, rüber da. Schnell und docken. Scheiße, da, ein Heli. Alles klar. Scheiß groß das Ding, was? Ja, und seine Freunde wissen genau, wo wir sind. Achtung, sie kommen genau auf uns zu. Da kommen noch mehr auf uns zu. Sie sind nervös. Neutralisiert!
Jäger! Waren das alle? Ja, alles klar. Dann mal weiter. Wie viele Männer brachten Sie mit Agent Daniels? Nein, ich sage jetzt gar nichts mehr. Lassen Sie mich ein bisschen weiterreden. Wirklich? Was glaubst du, wie lange Daniels durchhält? Nicht mehr lange. Da können wir nicht lang. Feed aufs Glas! Shit! Schon erledigt sie! Tango neutralisiert! Da kommen noch mehr! Vorsicht, das Vorsicht, hier! Hier! Viel Insicht! Rücke näher! Vorsicht, Nahkämpfer! Rücke, er will zu dir! Er hat ein Messer! Halt ihn auf Abstand! Hättest du es denn? Achtung, Feind! Die Unterstützung! Wir stecken fest, schalt ihr aus! Feind, kommt aus der Deckung! Hab ein! Augen auf, Feind mit Schrotflinte! Ich lade nach, gib mir Deckung! Come. You came into our heart.
einen Irren mit dem Messer gesehen? Ja, war ja kaum zu übersehen. Nimm dich vor solchen wie dem in Acht. Mach dich fertig. Schnell jetzt. Wir müssen Daniels finden, bevor die 33. beschließt, dass er die Mühe nicht wert ist. Kommt, durch das Gebäude! Werden die 33er nicht als Helden angesehen? Die Folter wirkt ein bisschen heftig. Wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich. Wie kommst du drauf? Ich glaube, ich kenne ihn sogar. In Kabul reiste ein Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte, mit der man sich nicht gern anlegt. Ich habe nie mit ihm geredet, aber der Colonel vertraute ihm blind. Kam nie dahinter, wieso. Aber es scheint, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt. Und wieso denkst du, das ist derselbe Typ? Seine Stimme. So eine Stimme vergisst man nicht. Das Signal ist noch schwach. Wir müssen weiter runter. Wer ich bin? Lass ihn los, Nabil. Ganz recht. Finger weg von der Ware. Sie haben 30 Sekunden. Sagen Sie, was Sie wollen. Was ich will, sind Sie. Sie sollen mir offiziell von dem Völkermord erzählen, den Sie und Ihre Freunde dem Rest der Welt verheimlichen wollen. Unsinn! Sie wissen ja nicht, was Sie sagen. Schaff ihn raus! Ach ja? Ich sage Ihnen, was ich weiß. Ich kenne die Wahrheit, Mann. Und die Wahrheit ist, ich kenne jeden Auswanderer, jeden fetten Bonzen, der aus Dubai abgehauen ist. Und zwar ganze 2 Tage, bevor Ihre Behörde eine Meldung über die Stürme rausgehauen hat. Ich weiß, dass Ihre Frau und Ihre Kinder an dem Morgen abgereist sind und dass Ihre Geliebte heute Abend fliegt. Tarek Shubsala, Sie wissen nichts von Dubai, mein Freund. Wenn es so wäre, wüssten Sie, dass wir bestimmen, was die Wahrheit ist. Und kein Gegenbeweis, den Sie finden, wird daran etwas ändern. Und jetzt verschwinden Sie! Sie können die Wahrheit nicht verbergen!
Suchen wir den Ausgang. Da ist eine Tür. Da geht's wohl raus. Adams, Lugo, hört ihr mich? Toll. Kein Signal. Ausschwärmen und alles durchkämmen. Er ist irgendwo da unten. Wird ja immer besser. Okay, ich brauche schnell ein Gewehr. Vorrückenbewegung! Scheiße, sie umgehen uns! Alles okay! Wo bleibt ihr denn so lang? Der Aufzug war hin, wir mussten zu Fuß gehen. Falscher Zeitpunkt, Sergeant. Was? Schon okay, Adams. Mir fehlt auch nichts. Kein Grund zur Aufregung. Ich sage ja nur. Ich weiß. Hast du das Signal, Lugo? Ja, ganz nah. Dann mal los.
ein paar versprengte. Feind rückt vor! Erledigt die bevor die Alarm schlagen! Einheit umgedeckt! Unterwegs! Feind über uns! Scheiß Abschiedler! Schrumpfen den Anmarsch! Haftgranate raus! Unterschwellender Schuss! Seine Drohung eliminiert! Adams, mach die Tür auf. Alles klar. Scheiße! Was ist denn? Etliche Gegner von hinten. Wir sitzen in der Falle. Okay, da ist ein MG. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Kein Problem. Wir haben sie. Vorrücken, los, los! Ich kann dir helfen, Boss. Nenn mir ein Ziel. Auf den Frachtcontainer! Vorsicht! Tango will vorrücken! Durchhalten! Geht auf mein Zeichen!
Alpha 2-2, hört ihr mich? Over! Verdammt noch mal! Nein, Ziel überprüfen! Adams, das klingt nicht nach Ausgang! Ich bin dran! Haltet sie mir vom Leib! Zwei RPGs! Oben! Hier, Alpha 3! Alpha 2! Scheiße, scheiße, scheiße! Over. Nach rechts verlegen! Prüft die Feuerhafe! Geht in Deckung! 2-2, Bravo! Los, Sperrfeuer! Nicht mehr! Nicht auf! Los jetzt! Wir können los, Walker! Komm! Ach, was stinkt denn hier so? Ich dachte, ich schaff's ganz ohne zu schreien. Beim Sandboarding ging's noch halbwegs. Hab mir auch noch auf die Zunge gebissen, als die Messer dran waren. Aber beim Feuer, verdammt, da habe ich nur noch geschrien wie am Spieß. Enttäuschend. Aber jetzt kenne ich das Gefühl, zusammenzubrechen. Als meine Haut kokelte, hätte ich Vater und Mutter getötet, nur damit es aufhört. Jeder Rebell vor mir wird diesen Schmerz kennenlernen. Und wenn er zusammenbricht, werden wir wie Brüder sein. Wir haben dem Tod ins Auge gesehen und haben gezuckt. Die haben ihre eigenen Leute gekillt? Die sind aufeinander losgegangen. Du hattest recht, Walker. Ich hätte lieber Unrecht. Vorsicht, die werden warten.
Hier ist kein Mensch. Captain, auf der Treppe! Ich seh's. Wenn das Daniels ist, dann ist der Mann schon längst tot. Das war eine Falle. Scheiße, was ist hier los, Logo? Kein blassen Dunst. Wow, Rückkopplung. Identifizieren Sie sich. Wer zum Geier seid ihr? Captain, fick dich ins Knie. Tja, Captain. Diese Falle war für einen Fuchs namens Gould bestimmt. Sie sind nicht Gould. Sehen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Keiner weiß das. Das ist gefährlich. Ach ja, und für wen? Für alle. Ich meine mal ehrlich. Ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach reinspazieren. Doch, haben wir. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Los geht's, Jungs! Captain Walker! Was zur Hölle? Da oben, das ist Gould! Verschwindet! Los, los, renn weg! Schrotflinte auf dem Feld! Zu, wenn ihr hier raus wollt, dann tut, was ich euch sage. Ist das klar? Kommt drauf an, wer sind Sie? Ich bin Agent Gould, CIA. Sie sind Captain Walker, Delta Force. Woher wissen Sie, wer wir sind? Ich weiß vieles, Captain, aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Thank you.
Bereich ist ein Gang. Nehmt ihn. Er führt zu einem Museum. Okay, geht klar. Triffst du ihn wirklich? Hey, wenn dir was Besseres einfällt, nur raus damit. Los, kommt mit. Und dann? Ich warte draußen auf euch. Gut, Ende.
Da hat er einen neuen Freund gewonnen. Sein Typ ist in den Grund. Vor der großen Überraschung gibt es. Naja. Der ist hin! Später. Wie sieht's aus, Lugo? Er kann gehen, aber es tut weh. Willst du Morphium? Nein. Ich will den Kopf klar haben. Okay, dann halt still. Bin gleich fertig. Was denkst du, Walker? Ich denke, dass wir in einem scheiß Kampfgebiet gelandet sind. Beeindruckend, dafür, dass die Stadt angeblich unbewohnt ist. Ganz genau. Vielleicht Zeit zu verschwinden. Hab ein Transportteam gerufen. Es sind 8 Meilen offene Wüste von hier bis zur Sturmwand. Die Helis würden uns sofort erwischen. Bleibt nur, dass wir uns an Gould dranhängen. Sollen wir uns wirklich mit der CIA zusammentun? Wir haben keine Wahl. Ihr seht, was mit der 33. ist. Der Captain hat recht. Die Damned sind außer Kontrolle. Man muss sie stoppen. Klar. Aber können wir denen trauen? Gould hat sein Leben für uns riskiert. Ich vertraue ihm. Was ist mit Conrad? Es geht nicht mehr nur darum, Conrad zu finden. Wir müssen das Richtige tun.
Ganz wie du meinst. Captain Walker, bitte kommen, wenn Sie mich hören. Over. Ich höre Sie. Over. Oh, hatte schon Angst, wir haben euch verloren. Wir haben ziemlich was abgekriegt, aber wir leben. Gut, denn wir brauchen hier jede Hilfe. Was geht hier ab, Agent? Der Wahnsinn, Captain. Wir sollten für die CIA Überlebende suchen. Und fanden eine Stadt, die sich zerfleischt. Irgendwelche Hinweise auf Conrad? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es heißt, er sei noch am Leben. Aber wenn ja, versteckt er sich irgendwo. Verdammt! Da kommt ein Heli! Vorsicht! Lugo, stell die Verbindung wieder her. Geht nicht. Signal ist tot. Vorsicht!